Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Der G7-Gipfel in El Mau ist vorüber und hat viele gute Ergebnisse gebracht. Mehr Hilfe für die Ukraine, schärfere Sanktionen gegen Russland, internationale Zusammenarbeit beim Klimaschutz, Kampf gegen den Hunger, Stärkung der Demokratie. Wir Freien Wähler fügen dem noch einen weiteren Punkt hinzu und fragen, wie können wir unsere Abhängigkeit nicht nur von Russland reduzieren? Wie können wir 50 Jahre nach den erfolgreichen Gebietsreformen in Bayern intensiver auf Regionalität und Bewährtes setzen? Denn der verbrecherische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat gezeigt, dass Sicherheit nichts Selbstverständliches mehr ist, gerade wenn es um unsere Ernährung, um territoriale Integrität oder Energieversorgung geht. Wir müssen unsere Heimat Bayern deshalb resilienter machen. Stärkere Städte und Gemeinden. Nie war unser Zusammenhalt so wichtig wie jetzt. Zum schnelleren Ausbau erneuerbaren Energie haben wir diese Woche einen großen politischen Erfolg errungen. Unsere Fraktion hat durchgesetzt, dass der Mindestabstand von Windkraftanlagen zur Wohnungsbebauung in einigen Gebieten auf 1000 Meter herabgesetzt wird. Mit dieser Regelung können nun unter anderem auch Windräder in der Nähe von Gewerbe- und Industriegebieten aufgestellt werden, um Unternehmen mit klimafreundlichem Strom zu versorgen. Zu vielen weiteren energiepolitischen Fragen haben wir bereits Ende Mai in einer Regierungserklärung belastbare Antworten gegeben und machen diese wichtigen Fragen nun zum Motto unseres Sommerempfangs: Regionalität stärken, Abhängigkeiten reduzieren. Wie machen wir Bayern krisenfest? Wir freuen uns darüber, am Freitag mit unseren Gästen sprechen zu können und die Ergebnisse in neuen parlamentarischen Initiativen zu gießen. Mehr dazu erzähle ich euch demnächst hier im Wochendurchblick. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel, Freie Wähler Landtagsfraktion.